Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat Halleluja das erste Mal in der aktuellen Bundesliga-Saison zu Null gespielt. Ein 0:0 am Ende beim LASK war unterm Strich okay von der Leistung, würde ich einfach mal behaupten. Man ist defensiv kompakt gestanden, offensiv hat man in der ersten Halbzeit speziell doch die ein oder andere gefährliche Situation auch gehabt. Hatte am Schluss vielleicht ein bisschen Glück, dass man sich das Gegentor nicht doch noch eingefangen hat. Aber ja, man darf nicht vergessen, der LASK auch in einer sehr, sehr guten Form. Und ja, immerhin konnten wir die Serie der Linzer ja so ein bisschen durchbrechen. Die haben ja die letzten 6 Partien am Stück alle gewonnen und ich würde sagen, mit dem Punkt kann man aktuell leben. Natürlich wäre ein Sieg der Idealfall gewesen, aber ja, man muss auch mal ein 0:0, würde ich mal sagen, mitnehmen. Gerade in unserer Phase, wo wir uns defensiv ja aktuell sehr, sehr schwer tun in den letzten Wochen oder eben schwer getan haben. Kommen wir zum Spiel. Die erste Viertelstunde war aus schwarz-weißer Sicht, aus schwarz-weißer Sturmsicht, eigentlich zum Vergessen. Die Linzer auf jeden Fall aggressiver, unsere Blackies ja mit der Verunsicherung der letzten 2 Partien durchaus ausgestattet, würde ich mal behaupten. Also die Linzer haben da nicht wahnsinnig viel machen müssen, um uns ja aus dem Konzept zu bringen. Allerdings muss man sagen, hat sich das Ganze mit Fortdauer dann auch gebessert. Aber eben nochmal zur Anfangsphase, erste Minute, über rechts Reinhold Ranftl auf Goiginger, der bringt den Ball dann nicht im Tor unter, weil Spendlofer dazwischen grätscht, die Aktion wird dann abgepfiffen, weil Goiginger ja gegen Siebenhandel auch nachstochert und wenig später dann wieder die Linzer im Angriff, Otto Bagno bekommt den Ball hoch serviert. Avlonidis kann im letzten Moment dann gerade noch vom Linzer Angreifer klären. Der Ball springt dann zurück zu Holland, wird eben zu kurz geklärt und Hollands Distanzschuss geht dann auch nicht ins Tor. Danach aber so um die 20. Minute herum sind unsere Blackies dann aufgewacht. Eckball zunächst von Schul, die Ecke wird dann noch abgewehrt, kommt dann eben über rechts wieder in Grazer Ballbesitz. Dort steht Stefan Hierländer mit der flachen Hereingabe und Lukas Grozurek mit einem technisch schönen Abschluss, prüft dann eben Schlager im Kasten des LASK und das war eben die erste Möglichkeit für unseren SK Sturm. Sturm dann weiterhin ein bisschen mehr am Drücker im Laufe der ersten Halbzeit, wie angesprochen, kam man dann besser in die Partie, konnte sich akklimatisieren, wie man so schön sagt, und ja, nach einem Doppelpass zwischen Husbeck und Schul kommt Schul im 16er dann zum Abschluss, zieht den Ball aber knapp über den Kasten von Schlager, die nächste gute Möglichkeit eben für Sturm und wenig später dann wieder eine Chance, diesmal wieder eine Standardsituation. Sowieso alle gefährlichen Aktionen eigentlich über rechts, Ecke von Schul und der Kopfball von Avlonidis findet gerade knapp auch nicht den Weg in den Kasten der Linzer. Also Sturm in dieser Phase der ersten Halbzeit auf jeden Fall das spielbestimmende Team, hat das Spiel gemacht, der LASK dann wirklich nur auf Konter und ja, bisschen schade natürlich, dass man nur mit dem 0:0 dann in die Kabine gegangen ist. Im zweiten Durchgang ließ dann der Druck von Sturm deutlich nach, dann war schon, ja, auch der LASK jetzt nicht die spielbestimmendere Mannschaft, würde ich sagen, aber ja, der LASK hatte die gefährliche Szenen. Also zunächst hat Reinhold Ranftl wieder mit einem Distanzschuss eine Möglichkeit, der den Weg aber dann auch nicht ins Tor findet. Und ja, insgesamt im zweiten Durchgang war es dann sehr ausgeglichen. Also viel hin und her geplätschere, erst so in der Schlussphase die wirklich guten Chancen. In Minute 60 hatte Sturm noch eine Möglichkeit zunächst nach einer Ecke von Peter Schul, die direkt auf den Kasten von Schlager gezogen war. James Holland konnte den Ball allerdings mit dem Kopf gerade noch abwehren. Dann hat Otto Bagno so um die 70. Minute herum noch 2 recht gefährliche Abschlüsse. Der zweite von der Position sehr gefährlich, aber viel zu zentral der Schuss und kein Problem für den heute oder diesmal, besser gesagt, sehr starken Jörg Siebenhandel im Kasten der Blackies. Unsere Schwarzen, ja, dann so um die 85. herum war es, glaube ich, noch mit einem gefährlichen Abschluss von Peter Schul, der auch eine ordentliche Partie auf jeden Fall gemacht hat, eben aus der Distanz abgezogen, der Ball nochmal abgefälscht und knapp am Tor der Linzer vorbei. Die letzten 2 guten Möglichkeiten hat dann aber wieder der Lars. Zunächst ja nach einem Patzer von Maresic, ein hoher Ball in Richtung unseres 16ers. Maresic verschätzt sich da beim Klärungsversuch, der Ball prallt von seinem Knie ab, kommt vor die Füße von Frieser und der überlupft den herausstürmenden Siebenhandel, aber der Ball geht auch neben das leere Tor. Von dem ein bisschen Glück in der Situation für unsere Blackies und in der, ja, 90. war es, glaube ich, schon oder vielleicht schon in der Nachspielzeit nochmal ein Distanzschuss von Ranftl, der Siebenhandel da nochmals prüft, aber an dem Tag ist der Sturmgoalie nicht zu bezwingen gewesen und ja, damit eine gerechte Punkteteilung, hätte ich da insgesamt mal gesagt. Ja, in der Tabelle sieht es nach diesem 0:0 nicht so rosig aus, man ist immer noch Sechster, aber
Wir müssen nicht verzagen, denn es gibt immer eine Mannschaft, ja, der geht's noch dreckiger als einem selbst und die heißt aktuell Rapid. Platz 8 für die, die es nicht mitbekommen haben. Aber natürlich, trotzdem, die nächsten Aufgaben werden nicht leichter. Als nächstes, ja, kommt Salzburg nach Graz-Liebenau und da muss man natürlich gewappnet sein, aber positiv herauszustechen, eben die Defensivarbeit, die hat endlich mal gefruchtet, man konnte die Null zum ersten Mal in der Liga halten, bis jetzt gelang das ja nur gegen Siegendorf im Cup und ich hoffe natürlich, dass man eben defensiv an die Leistung anschließen kann, offensiv den Tick Kaltschnäuzigkeiten mehr zulegen kann, damit man die Dinger vorne dann auch regelmäßig reinmacht und ja, dann könnte man dem Ganzen ja vielleicht doch ein bisschen positiver in den nächsten Wochen gegenüberstehen. Von dem her, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zur Partie sagt und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Hier bei der Lance TV, in diesem Sinne natürlich, euer Elias, auf die Schwarzen, brav Burschen und bis dann. Ciao, ciao.